Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Manucci Abenteuer Bowser. Ja, ich bin wieder hier oben. Ich habe ein bisschen erkundet. Mein Frust an Gegnern ausgelassen, also. Tja, nichts bleibt verschont. Hm? Wo geht's denn jetzt da runter? Wollen wir wissen? Tja. Finden wir es einfach raus, ne? Genau. Schlendert Bowser einfach mal jetzt geradewegs dahin. Es öffnet eine Abkürzung. Eine weitere Ultrakeule und weitere 100 Coins. Moment, müssen wir jetzt aus der Burg raus, zufällig? Ja, müssen wir. Wenn das jetzt das kommt, wenn jetzt das kommt, von dem ich denke, dass es kommt. Mhm. So wird es wohl das erste sein. Das heißt, wir müssen dann wieder umstellen. Das können wir doch, da machen wir doch immer erst. Das machen wir doch immer mit einem Cut da verbunden, deswegen merkt es kein Mensch. Diesmal, ja. Diesmal wird es nicht abstürzen. Darauf gebe ich ein Wort als Chaos. Ja, genau. Das sollte nicht nochmal vorkommen. So, Karte. Wir müssen zu Todorfs. Ja, Papa, Todorfs. Scheiße! Todsworth! Oh nein! Jetzt habe ich den Namen eines YouTubers genutzt, anstatt den richtigen Namen. Scheiße! Todorfs? Wie? Ja. Das muss ich mir mal angucken. Boah, du bist. Ich schlag jetzt einfach mal aufs Bett. Aus Frost. So. Das habe ich jetzt nicht hören können. Ja, ich habe gerade aus Frust drauf getreten. Mit voller Wucht. Ja, tut er bloß nicht weh an den Beinen. Keine Sorge. Ich bin hart im Nehmen. Na schön. Ich meine, du bist auch hart im Nehmen, oder? Ja, wie man's nimmt. Wie man es nimmt. Das ist schon mal. Das ist eine gute Ansage. So, gehen wir einfach mal wieder zu dem Bereich, wo wir schon mal waren. Ich gehe hier alle voll. Meine Fresse. Das ist egal. Ich will ja gerade. Ach, ich weiß noch. Ich weiß noch, Freedom Planet, wo ich mal die eine Nummer gegönnt habe. Da hat MSC voll gegeben. Ich habe das voll mit in die Aufnahme reingenommen. Ups. Und da hat er sich einen abgelacht, deswegen. Weil ich die Nummer gebracht habe. Die Frage ist, wie erschaffen wir da. Ach so, mit dem Hammer werden Mario und Luigi anscheinend die Abkürzung erschaffen. Für Bowser nehme ich mal an. Ja, nicht. Da müssen wir dir dann das, was du oben gesehen hast, die Plattform, das war der Weg zum Sternhus D und das kann höchstens Bowser und Luigi einsammeln, weil da müssen wir springen. Ja, eben, und da können sie dann nur. Da können nur die beiden auch die Abkürzung öffnen. Oh, warte mal. Den Ort kenne ich. Hm. Du weißt, was hier passiert. Ach, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Weiß es doch. Oh nein. Vielleicht kommt jetzt das erst. Da haben wir uns doch getäuscht. Weil da kommen wir nicht einfach hin. Da muss das sein. Genau. Da sind wir. Oh, das ist der mit dem Kleinen. Ja. Ich habe Vorfreude. Der Finsterstern erwacht aus seinem Schlaf wie ein unartiges Baby. Vielleicht war ich war auch krank, geht das auch. Ja. Ich hab meinen Papa, nachdem er mich in den Arm, genommen hat, voll gekotzt. Meister Krankfried. Es tut mir leid, müssen, aber der Typ, der ihn größeren hat als ich, ist da. Mein Gott. Oh, Scheiße. Ich hasse dein Timing. Und Chaos sollte das endlich mal auf eine zweite Lektion und auf den Wolf kriegen. Störende Friede machen Krankfried noch kranker als er schon ist. Ich störe also, ja? Ja, ich bin auch als Störenfried bekannt, offiziell. Hab sogar eine Lizenz dafür. Da bin ich ja zufrieden. Wie sieht's aus? Rückt ihr die Person den Finsterstern freiwillig raus? Als ob. Guck mal da, tschüss! Okay. Ah, jetzt kommt er. Der denkt, er ist der Meister Krampfried. Ich kümmere mich drum. Ich werde mal die Schmach wieder gut machen. Schon wieder du. Du gibst ja nie auf. Du denkst immer noch, dass du einen größeren hast, hä?
Das haben wir doch schon bewiesen. Na gut, zu aufhören vor dem Hauptkampf müsstest du reichen. Und dann weiß wirklich die ganze Welt, was für ein kleinen Piep hast. Ich habe Beunruhigung. Der ist doch immer unruhig. Bowser taucht immer wieder auf wie ein tauchallergischer Tiefseetaucher. Als ob. Deshalb werde ich nicht kämpfen, um dir zu helfen. Als ob, du hast Schiss, Junge. Guck mal, du schwitzt ja schon bestimmt heimlich. Das sieht doch keiner wegen der Grafik. Zumindest würde ich gerne. Kerselbrot hat mich durchschaut, aber du schaffst es auch ohne Krankfried. Etwas mehr Kraft kann aber sicher nicht schaden. Was holt daraus aus deinem Arsch? Eine Laserpistole. Ja, sowas verstecke ich auch immer dort. Und Metaboss, dicke Tür zu! Okay, jetzt. Alter, jetzt bekomme ich den Ultra. Jetzt bekomme ich den Ultraschwanz. Oh ja. Yeah. So, Boss. Dreifacher Super Saiyan Metaboss. Ja, Western Held! Mein heißer Zorn wird sie, der heiße Zorn meiner Eisattacke. Und guck mal, Bowser, wer jetzt den größeren hat. Dein Weg endet hier. Hier. Und dein Weg auch. Na komm. Metaboss, was willst du haben? Schlag in die Fresse oder sterben? Okay, du wirst sterben. Sterben confirmed. Gerade Spezialattacke haben, wir beinahe die Blockdogge vergessen. Alter, das machen wir dann später kümmern. Erst will ich den. Das machen wir dann nach der Tat, nach der Sache mit. Du weißt schon was danach. Ja. Oh, da kriegt der Feuer ab. Und das ist ja sehr effektiv. 624, Alter, das hat ihm. Und kann er schafft da noch zu. Die kann ich einsaugen, oder? Ja. Dann haben Mario und Luigi auch was zu tun. So, jetzt bewirft er einen mit Schneebällen, das muss man. Ich hab geschlagen und es hat trotzdem keinen Schaden gemacht. Die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn ich Feuer einsetze? Ich glaube, das wäre vielleicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt effektiv gegen Metaboss wäre, weil in seiner aktuellen Situation müsste das, aber. Ja, Pokémon-Regeln sind ja nicht vorhanden. Nicht wirklich. Wir machen es mit Feuer. Feuer mit Feuer! Ja, schmelzen wir sie ein, diese Krank-Schneemänner. Diese kranken Schneemänner. Und da ist es auch schon passiert. Autsch, autsch, autsch. Und dabei wird so Dampfschwaden. Wird so Dampfschwaden erzeugt, wobei ich noch nicht mal weiß, was das eigentlich bringt. Ich glaube, wenn Bowser zu viel hat, dann erkältet er sich. Okay. Oh oh, jetzt geht es die Bombe da zu treffen. Ha. Kaboom! Und 91 Schaden. Tja! Mein sehr verehrter Freund, was willst du haben? Bestimmt einen auf die Schnauze. Das hast du doch dir gewünscht zum Geburtstag. Was? Ups, falsch angefangen. Alter, ist aber ganz schön streng hier. Die ist ja richtig streng hier mit der Anzeige. Naja, okay, ducken. So, und jetzt. Alter, ich hab geschlagen! Zu früh. Ach komm, jetzt kriegt er aufs Maul. Der kriegt so lange aufs Maul, bis er aufs Maul bekommen hat. Okay. Ergibt Sinn, glaube ich. Du brauchst auch nicht extrem schnell tun. Du kannst es ein bisschen langsam auch machen. Gut, die Zeit abläuft, schaffst du es dann auch. So. Jetzt hab ich geschlagen. Die Schneebälle länger. Alter, nein! Wie viel Schaden macht das? Zu viel wahrscheinlich. Oder. Ja, jetzt wird der arme Kerl überrollt. Und auch noch gesprengt. Oder nicht? Oh, oh, Erkältung. Schnell eine Ultrakeule. Ja. Jetzt geben die natürlich Sinn. Nom. So, jetzt kommen wieder diese.
Ich will Bowser gerne heilen, aber das Risiko ist mit so hoch. Jetzt wirft er die Schneebälle umso mehr. Schlagen bringt er nichts, du musst ihn dann selber schlagen. Achtung! Jawohl, jetzt hast du ihn endlich gekontert. Hatschi, Gesundheit! Ich weiß nicht, Risiko eingehen oder nicht? Ach komm, saugen. Wir saugen. Nein, nutzt mir fast geballert mal aus Spaß. Wer weiß, wie viel die aushalten eigentlich? Ich weiß nicht, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt einfach mal den grünen Panzer abfeuere? Oh. Das wollen wir doch mal testen. Ich denke mal, das dürfte sie. Die haben wir 100. Ja. Man sieht ja viel. Man wechselt da gleich schon. Alter, du das. Und die Orden ist voll. Der könnte zwar ein Bosskampf würdig sein, wenn wir den nochmal einsetzen können. Ja, aber wir müssen aufpassen, die Ohrenleiste kann sich wieder zurücksetzen, leider Gottes. Ja, die kann sich zurücksetzen, wenn wir einmal fehlschlagen. Wir dürfen. So ein Kampf. Oh. Wenn du da zusammensitzt, dann verstopft das seine Krone, hä? Ich glaube, wenn man darauf achtet, dann sieht man, wohin er wirft. So. Jawoll! Alter, hört er nicht auf? Kann schon zweimal angreifen. Oh oh, man weiß nicht, wo die verflixte Bobbe umsteckt. Hast du das mitgekriegt? Nee. Ich schlag so einen drauf, bis es knallt. Ich weiß nicht, ich denke mal, ein Risiko kann ich eingehen. Ja, aber ich glaube, der macht's nicht mehr lang. Wenn er schon so krasse Methoden macht, ist er kurz vorm Verrecken. So, ein bisschen Zeit dabei lassen und genau der Linie folgen. Oh Gott. Eieiei. Hey, der. Ist er richtig? Der wartet nicht, der geht schon mit Speed. Und wir haben es geschafft. Wir haben ihn rausgekickt! Hm? Fick dich aus dem Spiel. Ja, yeah, genau. Draußen. Fuck yeah. Okay, Bowser, ich muss was gestehen. Du hast den größeren. Das willst du mir jetzt sagen? Ich bin geschlagen, aber Kraft schaffst du nicht. Er wird dich besiegen. Das war's mit ihm. Vielleicht lernst du es jetzt mal, du Idiot. Oh und Gott! Oh nein! Du weißt, was jetzt passiert, oder? Ja, aber auch leider der Finsterstern. Er hat seine volle Power erreicht. Lebt er nicht? Oh! Ist er erwacht! Ja, endlich war Freiheit! Das hat aber mich gewarnt! Und dann wirst du. Oder wirst du bestraft? Oh, sein alter Helm. Ja! Ja, Zoe, die macht das Befenster, stell uns ab! Das ist zu viel anscheinend. Überlastung. Er ist wie Jakon. Er saugt zu viel ab und dadurch explodiert es. Ey! Na klasse, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Ich habe Finsternis! Diese Finsternis! Die finstere Kraft baut sich auf wie ein extravagantes Monument des Bösen! Mit ihr werde ich die Welt beherrschen! Oh shit, er verwandelt sich. Er digitiert. Die Welt, ja? Das soll wohl ein Witz sein, die Welt gehört mir, verdammte Schon! Oh je. Zu spät. Boah, dem hab ich's gezeigt. Die Maschinenstand, die ganze Welt, alles meins. Denkst du? Was macht der Stern jetzt? Moment! Na. Ich glaube, der sucht. Ich glaube, der will zu uns, oder? Er will zu uns. Der sieht unseren geilen Körper. Unseren ultra geilen. Bowser fragt sich.
Ja, Blick. Mach wenigstens den Mund zu, da zieht. Der Blick ist so göttlich. Mund zu machen, Bowser, oder sowas passiert. Da ist er, der Finsterstern. In dieser Kammer. Was geht denn? Du scheinst gerade etwas verschluckt zu haben. Der Finsterstern. Ich habe ihn verschluckt. Wirklich? Der will ihn wieder raus haben. Ich dachte, du willst ihn haben. Meine Brust brennt. Alter, der will sich den Rost, den Rotz einverleiben, den kalten Rotz. Ii. Aber so ist besser. Aber was jetzt? Der Verstand ist in meinem Körper. Oh, es wird wieder heiß. Wir müssen uns den Finsterstern schnappen, schnell! Wenn er hier im Basiskörper bleibt, dann wird das kein gutes Ende nehmen. Ganz bestimmt nicht. Los, ab geht's! Okay, los, Manucci. Jetzt rennen wir. Wir rennen. Wie viele Minuten haben wir eigentlich? Noch nicht mal 20 Minuten, aber egal. Wir rasen jetzt einfach durch. Okay? Ja. Brr, jetzt wird's hier kalt, ja. Und Alter! Da gibt's jetzt eher schon. Ein paar Gegner müssen wir schon killen, damit sie sehen, was für Gegner uns hier erwarten. Genau. Einfach, wann wollen wir den Boss verschmachen? Hast du schon so eine Idee? Was? Den Boss Rush müssen wir auch noch machen irgendwann. Also den Boss Rush, ja, machen wir. Ich meine, ich glaube, der ist auch nur nach dem Finale komplett verfügbar. Das geht dann. Wir können am Finale nicht mehr speichern. Doch, weil danach gibt es. Wohl stimmt, ja. Das war Luigi RPG. Ich dachte, dass der. Es gibt keine Afterstory. Nein. Anscheinend. Aber ich dachte, dass es erst nach dem Finale geht. Das geht schon, wir kommen schon dahin. Na gut. Die Boss sind online. Ja, es ist kalt. Durch das Einatmen des Eisnehmers der Pause ist seine Körpertemperatur gesenkt. Mario kümmert das nicht, er ist abgehärtet. Das Wasser ist gefroren. You don't say. Schaffer kann Panzerauge. Jetzt könnt ihr auf diese Plattform laufen, ohne dass sie absinkt. Da ist Devil, wird auch andere Dinge einfrieren. Mal sehen, was kommt. Ja, das sehen wir natürlich jetzt. Fühlt sich immer noch am Zittern, der arme Kerl. Hey! Du zitterst ja wie Aspenlaub. So kalt ist es jetzt auch wieder nicht, Mann. Reiß dich am Riemen! Einstellung ist alles. Wenn du nicht dauernd an die Kälte denkst, ist auch bald nicht mehr kalt. Oh yeah. Es ist nicht kalt. Es ist nicht kalt. Und jetzt echt Akku-Stimme. Es! Ich hab dich im Auge. Ich hab dich im Auge. Big Glitzerstern is watching you. Oh, Luigi. Oh Gott. Das ist so göttlich. Jetzt gibt's wieder mehrere Wege. Mann, wie lang ist das hier eigentlich? Das ist jetzt die allerletzte Kammer, die es noch gibt. Okay, das führt nur zurück. Ach, Bowser, du Junkie. Was nimmt er sich denn da? Eis, das ist, er ist ein Eis-Junkie. Ja, genau, keine Drogen. Oder hellblaues Gras.
OMG. Oh mein Gott. Naja, Nintendo wollte ein Spiel machen, wo die Spieler denken, ja, Bowser ist auf Drogen und so. So, was ist denn das für ein Jeep mit einem Korken? Sachen gibt's, die gibt's eigentlich gar nicht. Außer, aber dafür in diesem Spiel. So, man kann jetzt entweder Schlangen oder den Korken weghauen. Aber Schlangen ist, tut's auch. Nur dadurch wär da jetzt flach gewesen. Oh je, ist das rutschig hier. Ja. Ach komm. Es wird kein Weg dran vorbei, die Gegner wollen einer aufs Maul haben. Ja, und das ist nur noch voll. Ich meine, solange Mario springt, ist alles gut. Mario kann seinen Anteil wieder aufladen. Echt schon krass, diese Angriffskraft. Es gibt ja hier auch in diesem Bereich einen Boss für Manucci, den werden wir natürlich dann mit dem Orden auf verprügeln. Oh ja, stimmt, den gibt's ja am Ende. Es gibt jetzt eine richtige Bossparade hier. Oh, das... Nee, der wollte uns austricksen, aber nicht sonst. Oh, zum Glück ist die Leiste nicht abgesprungen jetzt. Ich habe manchmal Angst, dass die Leiste abspringt. Du weißt ja, wenn die auf Null geht, dann wäre die ganze Arbeit umsonst. Ja. Bei Mario geht's vielleicht noch. Aber mit Luigi eher nicht. Ist das ein Knochentwurm? Das ist das Knochengröße eines Twurms. Jetzt haben wir das auch mal gesehen. Krass, oder? Ja, es sieht so krass aus. Oh, ja, ist es schieben? Ja. Ja. Schieben wir hier rüber, dann kommen wir hier weiter. Ja, schieben! Ein Knochentwurm, ja. So. Was ist denn los? Jetzt? Ich muss erstmal umschalten, ich hatte überlegt. Da unten ist doch was. Wie kommen wir da hin? Karte? Mit der Röhre. Ja, von der Röhre. Die Frage ist jetzt, wie müssen wir es bewegen? Da links oder nach rechts? Ich schaue nach links. Weil anders geht es ja nicht, das bewegt sich ja bis zum Ende. So kommen wir hier rauf. Gute Idee. So. Okay. Okay, da kommen wir nur über eine Methode rüber. Ja, über den Wirbelsprung. Aber erstmal sollte man vielleicht weiter links gucken. Da ist ja noch ein Schalter. Eine Schalterwarze oder ein Schalterpickel. Suchst dir aus. Das darfst du dir aussuchen. Ich würde sagen, Schalter, Warze. Okay, nennen wir es Warze. Ja. Die sofort gefrieren. Die auch sofort gefrieren kann. So, geh weg, du. Möchte gern. Cheep. Oh, schade. Sobald wir kein Gut haben, wird das Ding aufgelöst. Ach so, ich dachte bei Excellent, wenn man unter ein Excellent hat, dann ist es aufgelöst. Es wird wahrscheinlich nur bei gut, okay, aufgelöst. Das, jetzt verstehe ich es, warum es bei gut einmal nie aufgelöst war. Weil ich gut hatte. Ich dachte, man muss mindestens immer Excellent schaffen. Da bin ich froh, dass das Risiko doch nicht ganz so hoch ist. So. Wahrscheinlich lädst du bei Excellent auf, aber wird nur erst abgeschwächt, ja. Oh, wie machen wir das jetzt? Einfrieren und dann schlagen. Das klappt, ne. Sobald wir das Ding einfrieren, können wir den Schalter nicht machen. Ja, ich schätze, man muss sowieso an den Ding vorbeikommen. Ich hab ne Idee. Ich glaube, ich hab ne Ahnung, wie das gehen soll. Das da oben. Genau. So, einmal Sprung. Und schon kommt ein dicker Wassertropfen raus, der das Feuer schnell löscht. Ja, perfekt. Ach ja, Leute. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, was hier uns ja noch erwartet hier in
diesem Spiel, bevor wir zum Finale kommen. Darüber haben wir ja schon uns schon ausgequatscht. Mhm. Deswegen wissen wir ja. Und wir sind eigentlich aktuell gut im Plan. Wir hätten ungefähr dann noch anderthalb Part Zeit für diesen Bereich. Also sollten wir eigentlich gut durchkommen. Bisher? Ja. Ja. Also. Aber wir müssen uns ranhalten. Zwei Parts könnten wir noch schaffen. Wir kommen locker heraus. Wir kommen ja heraus noch heute. Mhm. So, schönes Excellent. Und schon wieder aufgefüllt. Nope. Au, oh, schwindelig. Ja, klasse. Und da darf er nochmal. Ja, hört er mal auf. Was ist denn das pestig. Für ein Ja, gut gemacht, Luigi. Alter, Luigi, wenn du einmal hier okay machst, ich spreng dich um. Mehrere 50er. Jede Menge YouTube-Money. YouTube-Money ist unser. Wir sind reich, Mann. Wir sind reich, Mann. Du, dir ist schon klar, dass du gerade so richtig und zeigst, wie geil du bist. Naja, nicht wirklich. Das dein Ruf wird bei dem Arsch sein, deswegen. Stimmt. Nee, also in Wahrheit bin ich eigentlich nicht geldgeil. Weil. Ich meine, warte, was ist das? Ich spare brav zusammen. Ah ja, ich weiß schon, was das ist. Ja. Wir müssen auch erstmals den. Oh, ja, den Schalter aktivieren. Den einen. Den Block. Und dann wird da Wasser reingefüllt, dann müssen wir es nochmal einfrieren, dann wird daraus ein Eisblock, der dann hier unten landet. So, jetzt wie gesagt, nochmal einfrieren. Ach, jetzt verstehe ich das Prinzip, wenn wir dann das Ding, ist ja Wasser, wenn wir dann den Block da links schieben und dann das Wasser auftauen lassen, dann, ja. Genau. Das genau darauf wollte ich ja ansprechen. Das habe ich noch im Kopf. Aber wie komme ich jetzt darüber? Von einer anderen Seite könnten wir es noch verschieben. Ach! Wir hätten lieber drüben warten sollen und aufpassen sollen, dass wir nicht rüber geslidet. Okay, dann machen wir es mit Slide. Das heißt, wenn ich mit Luigi springe, nach links gehe und Luigi zum Berühren benutze, dann dürfte es klappen. Ich muss von hier starten jetzt. Dann klappt's. Ja. Ja. Ich weiß, Leute, es ist echt anstrengend, was wir hier machen. Es ist sehr schwer, weil es verlangt unseren ultimativen Skill. Genau. Bisschen Köpfchen und Skill. Aber jetzt haben wir's dann. Komm, wir schaffen das. Aber jetzt noch nicht auftauen, weil sonst wird das wieder eine Wasserpfütze. Ich glaube, ich hätte den Fehler gerade gemacht. Also, das wäre Fail gewesen. So. Dann. Schlag auf die Warze. Genau das, was ich sehen wollte. So. Ich denke mal, das Prinzip muss ich jetzt, glaube ich, nicht erklären. Nein. Wir wissen alle, was jetzt kommt. Ja, jetzt wird Scheiße gemacht. Ja, nicht Spaß. Ja. So. Jetzt müssen wir. Natürlich muss Luigi wieder springen. Immer das arme Opfer Luigi. Arme Luigi. Number one. Der Spruch ist irgendwie so witzig. Naja. Mario Kart 64. Jetzt bei Markus hat das auch noch gebracht. Oh Mann, ich habe noch nicht sein Best-of zu MK64 gesehen, was er gerade hochgeladen hat. Der lädt wieder Best-ofs hoch? Wer war denn das? Er lädt nämlich Best-ofs von anderen hoch. Das ist jetzt schon sein 86. Best-of. Aber er hat seit langem nichts mehr davon für diese Reihe hochgeladen, wie ich gesehen habe. Ja, aber jetzt, heute hat er wieder MK64. Also an den Tag, an dem wir aufnehmen. Oh Mann, einige von meiner Community fordern immer noch, dass er irgendwann mal das Sonic Lost World Best of, was ich gemacht habe, dass er es bei sich hochlädt. Na, hoffentlich macht er das. Es sei denn, er hat da schon. Ich weiß nicht mehr. Nee, ich glaube, Best of hat er noch gar nicht von jemand anderem. Er hat überhaupt noch keinen Best of da hochgeladen. Schauen wir mal. Du noch gehst du nicht ganz so. Ich fordere das Best of. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist ja ein bisschen zu aggressiv, weil. Damit mach ich mich schon verdächtig. Ja,
Ich hab keinen Bock, hier von ihm zusammengeschissen zu werden. Niemand will es sehen. Da warten wir lieber brav und trinken Tee dabei. What the hell? Da! Manucci, da ist er doch! Ja. Oh nein. Was ist das? DNA. Oh. Er untersucht es. Und verdrückt ein Stück davon. Transformation. Es sieht aus, als hätte er versucht, Bowsers genetische Informationen zu absorbieren. Er ist Cell! Selbst der Finsterstern hat in Bowsers Körper Probleme. Da, jetzt ist die Gelegenheit. Wir müssen einen Weg finden, den Finsterstern zu attackieren. Wenn wir ihn attackieren, also wir werden so machen, das ist einfach alles schon mal so. Sobald wir die Möglichkeit haben, ihn zu attackieren, also wenn wir gegen ihn kämpfen, werde ich sofort mit dem Stammmix draufhauen. Und um den ganzen oben draufzusetzen, wir werden den Orden benutzen. Ja. Das heißt, wenn das Ding durchgeht mit voller Kraft, dann könnten wir ungefähr bis 2000 Schaden mit einem Mal hinlegen. Beim ersten Treffer. Könnte aber sein, dass er mehr KP hat. Ja, aber wir könnten wenn wir vielleicht schaffen, kriegen wir einen One-Hit down. Wenn's perfekt wird, wird's ein One-Hit. Ja. Und jetzt noch nicht springen, erst von der anderen Seite. Ja. Los, Luigi. Aber Luigi, number one. Aber so ein One-Hit, was würdest du sagen, wenn ich One-Hit schaffe? Gucken wir mal. Ja. Er transformiert. Jetzt hat er Bowsers Arme. Shit. Ich kann jetzt so zuhauen wie Bowser. Oh Gott. Der hat Langeweile. Müssen wir nochmal einen Block machen? Wann kommt der Boss-Fight? Ich will Boss-Fighten. Also den Block müssen wir nicht machen, wir kommen hier so durch. Gehen wir einfach weiter. Ja? Das schaffen wir. Der Höhenunterschied, hast du es gemerkt? Ja, jetzt aber. Oh. Ja, weil der Block wäre dann sonst nur in der Magensäure gelandet. Oh ja, das ist auch krass. Bei diesem Gummiding hier kann man hochspringen. Wenn man gedrückt hält, kann man sich darüber ziehen lassen. Und Mario hat sich... Luigi hat sich einfach so fest und... Luigi, wo fährst du hin? Ja, und auch dazu dieser Blick. Also der Gesichtsausdruck, was soll das? Ja, müssen dann einfrieren, dann kommen wir da runter. Und ist das? Oh. Eine Finsterwolke. Oh je, hat sich schon wieder gelöst. Was zum Teufel? Dabei war das doch mehr als nur ein Gut. Wahrscheinlich, weil Gut nur und Exzellent das Ding wahrscheinlich halten, ein Super und Okay zerstören ist. Was ist das für ein Orden? Shit. Was ist das für ein komischer Orden? Ja, ein ziemlich krasser. Böser Orden. Aber wir werden ihn benutzen können. Sollen wir mit Luigi nicht so viel Scheiße betreiben? Dann, ja. Luigi darf jetzt nicht der Lappen sein, das Opfer. Was würde passieren, wenn wir mit Luigi dran springen? Probieren wir es mal, ne? Oh. Wo fährt Mario hin? OMG. Geht das auch ohne Zweideutigkeit, Nintendo? Nö. Du kennst doch die Japaner, die denken doch immer an das Perverse. Animes. Oh ja, Animes, ja, ja, ja. Eki und Hentai. Na, hoch da, Mann. Bowser, wieso läuft Bowser einfach dahin? Ist die Bowser bescheuert? Ich glaube, du musst sowieso da runter. Ja, guck mal. Ja, ich will erstmal rüberfahren. Weil auf Karte ist da drüben was. Oh, okay. Ein Item. Wir warten. Abwarten, du Klappspaten. Kandidaten für dich kann man knicken wie Pappkarten.
Ja, danach werde ich auch den Part beenden, weil ihr wollt nicht wissen, was wir für eine Partlänge jetzt schon erreicht haben. Oh, dazwischen können wir Münzen abstauben. Ich glaube, wir müssen da sowieso reinlanden, ne? Wir müssen auf die Münzen landen. Ja. Aber erstmals diese Königshose! Königshose! Oh, das klingt jetzt an. Oh, was? Erstangriff gegen die Brüder? What the hell? Okay, jetzt geht's ab. Okay, Luigi. Nur eine Chance. Nein! So eine Scheiße auch! Direkt am Ende noch ein Trail. Ich hasse diese Scheiße. Ich bin ein Part. Tschüss, Leute. Ja, tschüss. Ich bin jetzt angepisst. Tschüss, Leute. Verpiss dich. Und einmal Control.